Ja, hallo liebe Italienfreunde. Reisen mit dem Hund ist immer eine schwierige Sache. Was kann ich machen? Wo ist der Hund erlaubt? Und hier mal ein paar einfache Regeln. Also hier, hier oben an der Strandpromenade, wo ich mich gerade befinde, darf der Hund immer mit. Er muss allerdings immer angeleint sein und er muss einen Beißkorb tragen. Dann gibt es extra noch drei Bereiche in Jesolo, die extra ausgewiesen sind, wo man mit dem Hund auch an den Strand gehen kann. An einem davon bin ich jetzt hier. Das ist der Baobab Beach. Dieser Bereich ist extra dafür gedacht, damit eben die Hunde auch mit unter den Sonnenschirm dürfen. Allerdings gilt auch hier, die Hunde müssen angeleint sein. Außerdem muss man auch was zu trinken mitnehmen für den Hund, also einen Wassernapf. Und man muss sich natürlich beim Kassenhäuschen registrieren und die Liegegebühr hier bezahlen. Dann kann man auch hier an den Strand gehen, sonst ist es nicht erlaubt, also wirklich nur diese drei Bereiche, da darf der Hund bis vor an die Wasserlinie. Es ist eben nicht gestattet, dass man sich ganz nach vorne begibt mit dem Hund und dann an der Wasserlinie entlang spazieren geht. Das wird außerhalb der Saison natürlich geduldet, ganz früh am Morgen. Und am Abend wird meistens auch niemand was sagen, erlaubt ist es trotzdem nicht. Und, aber hier jetzt bei diesem Bereich ist es dezidiert erlaubt und das ist der Nemo Beach bzw. Baobab Beach und genau dieser Bereich ist eben für die Hunde geeignet. Das ist eine Einrichtung, die ist unweit vom Krankenhaus von Jesolo und es sind natürlich auch ein paar Hotels hier in der Nähe. Und vielleicht sucht man sich dann genau das Hotel entsprechend dem Hundestrand aus, dann kann man auch den Hund mitnehmen. Ansonsten darf er eben nicht ans Wasser, da einfach sich dann andere Badegäste vielleicht gestört fühlen. Es ist auch aus Rücksichtnahme, manche haben ja auch Angst vor Hunden, je nach Größe des Hundes, aber hier ist es dezidiert erlaubt. Ja, also man kann auch den Hund in den Urlaub mitnehmen. Ob das dann wirklich so spannend ist, wenn er dann angeleint unter dem Sonnenschirm liegt, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich denke mal, da gibt es vielleicht doch bessere Unterbringungsmöglichkeiten für den Hund, wenn man ihn zu Hause lässt in einer Hundepension oder von jemandem anderen betreuen lässt. Aber wer natürlich den Hund auch im Urlaub mitnehmen will, der ist hier bestens aufgehoben. Bis bald, arrivederci und ciao!